Hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die mit Synapsen Klatscher. Moin. Moin. Rückweg Kirsche. Ist ja schon eine Zeit lang her. Der Synapsen Klatscher hat sein Netzteil geschrottet. Da haben wir jetzt vor. Kannst du mich mal ausquatschen lassen, Herrgott, nochmal? Da hatten wir die letzte Aufnahme vor einer Woche oder sowas. Ich bin zumindest zu Hause. Ich weiß, dass ich auf dem Rückweg von der Kirche war, weil ich die Videos bearbeitet habe. Ich weiß aber nicht, was ich eigentlich machen wollte. Wann ist Blutmond? 49 dürfte das sein. Das heißt 5 Tage. Buh. Da kommst du gar nicht online? Naja, warte doch mal. Wie lange dauert denn das? Initialisiere Welt. Das dauert ja ewig. Erstelle Spieler, erstelle Umgebung und da bin ich. Ich denke, wir werden noch eine Runde Lötten gehen. Was machen wir? Ich rede mit Zuschauern, nicht mit dir. Ich weiß, dass ich die Idee hatte, den Gebietsschutzblock mal wegzunehmen und woanders hinzugehen. Für 5 Tage. Tja, wo gehen wir denn Lotten? Wir gehen dort hinten Lotten. Ich denke, das wird eine ziemlich entspannte Folge werden. Auch mal eine Runde looten gehen. Ich glaube, ich muss die Grafik ein Stück runtersetzen. Weil die Turbine hinterm Monitor, die kotzt mich ein bisschen an. AK-Grafiker. Schon jemand. Oh, hier ist also. Wow. Die hat aber Attacken drauf. Wo ist Faustkampf? Also ich habe die Loot-Mod habe ich wieder rausgenommen erstmal. Okay. Die funktioniert nur, wenn man ein neues Spiel startet. Ja, ein Erdbohrer der Stufe 3.
Ich bin begeistert. Ich habe nicht genügend Ausdauer, wer hätte es gedacht. Ich höre schon wieder jedes Geräusch von dir. Hast du automatische Waffen Band 7? Moment. Nee, da hab ich gar nicht. Gut. Eine Schatzkarte, die können wir gleich mal machen. Bup, 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 bup. Die Tasche hier oben noch. Naja, da reisen wir jetzt erstmal wieder nach Hause. Und dann. Genau, ist da oben, ja. Dann machen wir die Schatzkarte.
Schnuppidubidub. Was haben wir denn hier? Essen, das weiß ich. Du brauchtest das komische Buch. Hast du Bauplan Stahlrüstung? Ach, das kannst du selber lernen. Hab ich schon. Ja, dann musst du es normal lernen. Bauplan Schockstab? Die Baupläne, Schockstab und so, das brauche ich, ne? Okay, ich mach halt eben die Kunst, Bücher. Die Kunst des Bergbaus Band 2? Ah, warte. Wo war das? Das habe ich schon. Sonst noch was? Scharfschütze Band 6. Scharfschütze. Das habe ich auch. Die Kunst des Bergbaus Band 2? Habe ich dich das gerade gefragt? Ja, das hast du mich gefragt. Okay, Schrotflinten-Messias Band 5? Habe ich auch. Okay. Gut, dann war's das. Ne, die Glaskugel, die hatte ich da extra. Ne, doch nicht. Gut. Trinken, 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 trinken. Guten Tag. Der schon wieder. Immer diese kriskrimmigen Nachbarn, ey. Marcel? Hast du schon eine Schaufel der Stufe 2? Eine Stahlschaufel? Moment, Moment. Nee, sieht nicht so aus. Gut, dann gäbe ich sie dir mal. Recht herzlich in den Schrank. Mut, 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 mut. Mut. Ich hab grad noch Wasser gesehen. Das kann man jetzt klemmen. Also. Nee, hab ich nicht. Kann man. Was? Was? Kann man eigentlich Schatzkarten auch mehrmals machen? Wenn du mehrere Schatzkarten hast, kannst du auch mehrere Schatzkarten machen. Nee, ich melde jetzt, wenn ich jetzt, keine Ahnung, von einer Schatzkarte zwei Stück habe, also zwei identische, ob man die da auch zweimal machen kann. Na, du tust jede Schatzkarte einzeln abarbeiten. Selbst wenn du zwei von derselben Sorte hast, machst du erst die eine und dann tust du die nächste aktivieren. Mhm, das klang nicht so befriedigend, oder, die Antwort? Naja, nee, wirklich. Das ist doch genauso wie mit den Quests, also mit den Notizen. Ist doch dasselbe. Ja, naja, ich weiß jetzt aber nie, ob man halt zwei identische... Ja? Weil es wird ja kein Schatz zweimal an derselben Stelle sein, oder? Nee, das ist richtig. Naja, aber der auch. Name, auf der auf der Schatzkarte steht, wie Gustav, Jürgen oder sowas, der ist halt eben gleich. Nur halt eben, dass der halt eben zwei Schätze geschrieben hat. Ach so. Zwei okay. Unterschiedliche sozusagen, wenn man naja, das so nimmt. Bin ich ja. Warum habe ich bei leere Dose Papier drin? Bin ich doof? Was
So, dann machen wir jetzt die Schatzkarte. Lieber Überlebender, wenn du diese Notiz liest, dann ist wohl das Schlimmste eingetreten und ich bin wahrscheinlich tot. Aber, da ich nicht möchte, dass niemand etwas von meiner Vorräten hat, sollst du eines meiner Verstecke aufsuchen. Ich habe den Standort auf dieser Karte markiert. Viel Glück, Taylor. Machen wir mal. Oh, die ist auch weg. Ob ich nochmal an die Stelle fahre, wo mein Rucksack verschwunden ist? Mach das. Ich würde es aber nicht machen. Ich würde es aber nie machen, weil es wäre besser, wenn du looten würdest, wegen Munition, weil der Blutmond 49. Ja. Sollen wir mal zur Schatzkarte machen? Werde ich noch fix die Kiste mitnehmen. Den Erdbrot. Habe ich wieder aktiviert. Was hast jeden du aktiviert? Tag. Ich rede mit den Zuschauern, mit dir. Ich habe dir das ja schon gesagt. Und der wird auch auf der Karte markiert. Ach, jetzt hab ich die Schaufel vergessen. Na egal, ich baue mir eine. Hier muss irgendwo. Hier ist er. Auf zu Schutz! Nee, so gerne dies im Wasser. Ich glaube, hier hinten war ich doch schon einmal. Zumindest habe ich so den Eindruck. Der ist irgendwo hier. Stell ich mir mal hier den Brustblock hin. Schaufel. Was brauche ich denn dafür? Schaufel. Steinpflanzenfaser und Holz. Was habe ich hier? Pflanzenfaser. Da ist er schon. So, und das gleich kaputt machen. Ich hätte mir ein bisschen mehr erhofft. So, wie viel Platz habe ich noch? Nehmen wir vier. Das heißt, nochmal nach Hause, wegschaffen. Und dann gleich nächste Plündertour.
Fahrrad. Ja. Schnubidubidub. Ich würde ja gerne mal wieder einen Bär erlegen. Ne, liebe Zuschauer, das ist heute mal eine entspannte Folge. Mal abgesehen von dem Blutmond. Ich habe mir ja die Aufnahme mir nochmal angesehen. Also trotz der zärtlichen Berührung der Tastatur hält die immer noch. Hätte ich mir eine teure Tastatur gekauft, dann wäre die Leertaste kaputt. War hier nicht gerade noch ein Vogelnest? Oh, hat er mich wirklich auf dem Fahrrad erwischt? Anderen Zombie-Match machen. Naja, es wird gleich dunkel. Ich habe die Aggressivität im Dunkeln ein Stück schon weit runtergesetzt. Das heißt, sie dürfen nicht mehr ganz so sehr lossprinten. Sie dürfen jetzt bloß noch rennen. Und das nur wegen Synapsenlutscher. Shame. Ist was explodiert? Ach, das, du bist das bestimmt. Nee. Das bist du nie. Mal gucken gehen. Fahren. Ach so, ja, hier sind Minen. Könnte man ja eigentlich gleich ein bisschen Loot mitnehmen. Zumindest. Wenn der Platz noch reicht. Hier ist der Turm eingestürzt. Hier war bestimmt der Synapsenklatscher und hat ja alles hier. Weil auf dem Turm war nämlich Loot. Der macht natürlich alles kaputt. Wie immer. Hier gehen einfach mal Minen hoch. Ach nee, das war ein Zombie.
Ich hab da hier einen Holzsplitter mit. Vollgepackt. Gut, das wird lustig. Was? Warum geht das nicht? Das ist ja komisch. Fahrrad. Dort. Wieso haben diese Menschen oder diese Zombies einen dreieckigen Kopf? Generell der ganze Körperbau ist irgendwie sehr geometrisch. Jetzt ist es wieder normal. So daneben geschossen. Auch so daneben geschossen. Los, renne! Renne! Ich werd verfolgt! Aha. Schießen! Schießen! Bist du auch gleich tot? Ja, er ist gemutet. Sag ich noch. Er ist gemutet. Weil sonst würde man nicht da ausrasten hören. Ja. Dass er Druck gegen den Wand haut oder was, wisst der Geier. Ich hatte gerade Aufstand zu Hause gehabt. Aha. Ja. Und das hält mich jetzt nie wundern, wenn die im Haus sind. Nee, die sind mal vorm oder Hütte. Ich kann mal nie alleine lassen. Also der jetzt da steht, das bin ich nur, also nicht schießen. Quatsch! So, jetzt noch das Zeug hier. Gut, liebe Zuschauer, soll ich mich jetzt an der Stelle verabschieden. Ich räume jetzt bloß den Packesel leer. Genau.
Liken, abonnieren würde ich mich freuen. Danke fürs Zusehen. Bleibt gesund bis dahin. Ne? Ciao, ciao. Tschüssi.